Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch XOXO von Casper in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. XOXO aus dem Jahr 2011. So sieht das Ganze aus. Bevor wir das Ganze aus der Folie holen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier inklusive Album-CD. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten wahrscheinlich hier zu öffnen. Gut, das war wohl schon die CD, die sich hier ihre Freiheit erkämpft hat. Denn wir haben hier so eine kleine Plastikhülle. Okay, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier das Cover von XOXO. Und zwar ist das dieser Wolf, der weiße Wolf, der hier scheinbar gerade bedroht wird oder sich eventuell ja, verteidigen möchte. Sieht auf jeden Fall etwas angespannt, etwas aggressiv aus. Hier lesen wir Casper XOXO, umrahmt von einem weißen Rahmen. Auf der Seite haben wir wieder XOXO und Casper stehen in schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Auf A, B und C Seite. Spannend, es gibt keine D Seite. Wir haben Features von Thes Ullmann und Materia. Also zwei Features auf 13 Tracks. Und was mich gerade etwas irritiert, wir haben hier Seite B. Und zwar hier ist durchnummeriert 1, 2, 3. Und dann Track Nummer 4. So perfekt. Hat auch eine 3 davor stehen. Ja, ich schätze mal, das ist nicht beabsichtigt. Hier dürfte wohl ein Fehler passiert sein. Gut, damit werden wir leben müssen. Und wir sehen hier einen Wald. Also eine Waldszenerie. Links und rechts jeweils wieder der Wolfkopf abgebildet. Casper XOXO. Ich finde es ja echt spannend, dass wir hier 5 Tracks haben auf Seite C. Schauen wir mal hinein, wie das Ganze gelöst wurde, weil A, B-Seite ist natürlich klar, aber C-Seite ohne D-Seite macht mich doch etwas neugierig. Also, das ist mal die erste Vinyl, die erste Hülle. Und zwar haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet, 4 Stück, sehr schön gemacht. Und vor allem, weil jeder Track hier wirklich auch noch ein eigenes Bild hat, beziehungsweise eine Line, ein Zitat aus dem Track. Das gefällt mir vom Design richtig gut. Auf der Rückseite auch wieder 4 Tracks. Schön gemacht. Und wenn wir das Ganze dann mal rausholen, die Vinyl, dann sieht das so aus. Also wir haben hier die A-Seite, 4 Tracks. Und dann haben wir die B-Seite. Und spannenderweise, auch hier ist es nicht gelungen, das durchzunummerieren. Auch hier haben wir die Nummerierung 1, 2, 3, 3. Naja, gut. Wir machen das Ganze wieder hinein. Und spannenderweise auch diese Hüllen oben zu öffnen. Also die Vinyl ist oben zu entnehmen und nicht wie regulär dann auf der rechten Seite. Dann haben wir eine zweite Vinyl. Und zwar sieht diese so aus. Wir haben hier wieder 4 einzelne Bilder. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Also wer war beteiligt, wer wurde gefeatured etc. Wer hat das Ganze produziert. Dann hier noch die Anmerkungen zu den einzelnen Produktionen. Also wer hat welche Instrumente gespielt, Vocals etc. Und jetzt schauen wir mal kurz auf die Seite. Also, das ist die C-Seite. Hier haben wir wirklich 5 Tracks an der Zahl. Und die D-Seite.
Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also, es ist echt so gemacht worden, die D-Seite beinhaltet keine Tracks, sondern wurde hier entsprechend angemalt, verziert. Also statt der Tracks wurden hier wirklich einzelne Symbole, einzelne Schriften hier reingekratzt, reingefräst. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also wirklich die D-Seite dürfte wohl nicht abzuspielen gehen und ist wirklich rein optisch gesehen so gestaltet worden. Allerdings audiotechnisch spielt sich dann alles auf dieser Seite ab. Okay, jetzt ist auch das Rätsel gelöst, warum es tatsächlich nur A, B und C-Seite auf der Tracklist gab. Warum nur diese Seiten vermerkt waren. Nachdem nun die D-Seite wirklich rein optisch gestaltet wurde. So, irgendwie habe ich gerade Probleme, das Ganze, so, aber es funktioniert, wieder reinzumachen. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen schwarzen Hintergrund und davor so hellrot gefärbten Rauch. Eventuell hier so eine Signalfackel, so ein Bengalo gezündet. Und hier wieder diverse Symbole, Skizzen. Tracklist kennen wir bereits. Und die CD, die uns ganz am Anfang schon entgegenkam, sieht dann so aus. Wir haben hier eine schwarze CD mit weißer Beschriftung. Rückseite nicht eingefärbt, also reguläre CD. Und diese kommt leider, muss ich fast sagen, in keinem, zumindest Digisleeve, in keiner Papphülle. Nein, die kommt wirklich in so einem ganz einfachen, in so einer Folie daher. Ich bin jetzt kein riesen Fan davon, aber ich finde es schön, dass zumindest die CD dabei ist. Gefällt mir auf jeden Fall besser als ein Album-Download-Code. Aber wie gesagt, vom Cover her auf jeden Fall ausbaufähig. Gut, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Und zwar haben wir einmal die Vinyl mit der A- und der B-Seite. Dann die Vinyl nur mit der C-Seite, weil die D-Seite ja nur optisch beschriftet wurde. Und dann erhalten wir zusätzlich noch diese CD, also das Album nochmals auf CD. Für alle die, die keine Plattenspieler haben. Das alles in diesem wunderbaren Album XOXO von Casper. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casper unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.